Guten Tag, meine lieben Astronautenfreunde. Wir haben hier eine Tutorial-Reihe am Laufen, der Werl und ich. Und ich zeige euch jetzt hier eine Sache, und zwar, wie baut man ein kleines Raumschiff. Los geht's. Ihr beginnt hier mit G, ihr drückt auf G und drückt hier auf New Small Ship. Und dann habt ihr schon diesen Fuß. Ne, praktisch mit dem Fuß wird dann das Raumschiff ja, festgehalten, der Landefuß eben, an dieser ganzen Geschichte. So, da ist er. An diesen Fuß setzt man dann am besten, ja gut, man kann direkt anfangen mit diesen Klötzen hier. Ihr seht, wenn ihr jetzt auf dieses Ding geht, werden die Klötze klein. Wenn ihr an der Plattform weiterbauen wolltet, so wie ich es jetzt hier gerade richtig behindert mache, wie so ein Arsch, das will ich doch gar nicht. Und wenn ich an dem Raumschiff bauen will hier, dann sind die so klein, ne, hier. Klar, ich will ja auch an einem Raumschiff eher so kleine Sachen. So. Wenn ihr das erste Tutorial gesehen habt von Wallen, wisst ihr, wie das hier geht, ne, STRG gedrückt halten und dann eben ein bisschen hin und her werkeln. Ja, oh Gott, das Schiff wird so dumm aussehen. Egal. Ihr wisst ja, wie man sich dreht und so, muss ich ja nicht weiter erklären. Ich nehme mir das kleine Cockpit und setze es hier einfach mal oben drauf, so. Ich werde aber jetzt für euch nochmal, damit ihr seht, was ich mache, die Dinge anschalten. Ich habe das immer aus, weil mich das stört. Aber hier, da oben, ne, dann sieht man, wie man das hier mit Home und ne, zack, 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 kann ich das drehen, wie ich will. Damit ihr halt wisst, wie ich zu dieser Drehung eben gekommen bin. Soweit, so gut. Wir könnten praktisch, wenn wir wollten, schon in unser Raumschiff einsteigen. Aber man sieht da unten rechts, ne, no Spotlights. Hier ist die Masse schon mal. Speed, klar, wir haben keinen Speed, bewegen uns ja nicht, alles ist cool. Hier in diesem Bildschirm im Control Panel würden wir jetzt hier angebaute Sachen sehen, da aber nichts dran ist, ja. Ist hier nichts dran. Wir fügen erstmal einen kleinen Reaktor hinzu. Wir brauchen ja Strom. Zack, bumm, Reaktor ist da. Wenn ich jetzt einsteige, müsste ich da eigentlich schon was sehen. Da, Reactors. Ich mache noch einen Reaktor hin, weil wir sicherlich etwas mehr brauchen. Wir wollen ja auch mit ein bisschen Speed arbeiten können. Aber gut, sobald ihr die Reaktoren gebaut habt, könnt ihr dann auch, beziehungsweise die Reihenfolge ist eigentlich wurscht. Aber ja, ich habe die Reaktoren gebaut. Ich beginne nun mit den Thrustern. Wir wollen ja, dass sich das ganze Schiffchen auch bewegt. Ich mache hier zwei Thruster an die Seiten, beziehungsweise zwei Thruster, die nach vorne lenken. Dann einen hier oben drauf geschnuddelt und da drüben noch einen. Soll ja ein bisschen symmetrisch, ne, wirken. Die sorgen für nach unten. Und weil ich es jetzt so dumm gemacht habe, wie so cool wie ich eben bin, kann ich die Thruster, die nach oben das ganze Ding pusten, nicht da unten dran machen, sondern ich mache es eben hier vorne dran, das ist völlig wurscht. So, wir haben nach vorne, nach oben, nach unten, nun machen wir noch nach links und rechts was dran. Ihr seht, die Thruster verändern auch sofort die Größe, wenn man an die Plattform kommt. Das ist dasselbe Prinzip wie auch diese Quetze hier. Hier sind sie groß, da sind sie klein, weil ich eben das Schiff berühre. So, jetzt drehe ich mir den mal noch zurecht. So. Denn wir wollen ja auch zu den Seiten fliegen können. Weil ohne macht es keinen Spaß. Und dann müssen wir natürlich noch auch bremsen und rückwärts fliegen können. Das machen wir jetzt so und so. Das kann man alles so bauen, wie man will. Ne? Also die von der Schönheit her, sage ich mal. Das ist richtig hässlich, das Schiff, ich weiß. So, damit das Schiff auch praktisch das Gleichgewicht behält, brauchen wir ein Gyroskop. Das setze ich jetzt hier hin. So. Und dann kann man einfach schon mal rein und testen. Wahrscheinlich fliegt es noch nicht, denn wir sind mit unserem Fuß verbunden noch mit der Plattform. Man sieht aber schon, die Thruster springen an, wenn ich mich hier bewege oder versuche mich zu bewegen. Jetzt mache ich entweder den Fuß ab. Ich mache einfach den Fuß ab. So. Und jetzt schwebt das ganze Ding schon. Jetzt hat es ja keinen Kontakt mehr. Ne? Hier sieht man, es geht schon los. Ich fliege jetzt praktisch hier hin und lasse alles los und dann lenken die Thruster dagegen. Man sieht hier schon, ich lasse alles los, zack, und die lenken dagegen. Eben die Dämpfer praktisch. Die Dämpfer sind hier automatisch angeschaltet und die Dämpfer sind auch recht wichtig. Wenn ihr aber weite Strecken fliegen wollt und praktisch nicht durchgehend auf W drücken wollt, dann drückt ihr auf Z, dann sind die, da steht's, die Dämpfer sind aus. Das heißt, ich drücke jetzt hier auf W, lass los und ihr seht, der Speed bleibt erhalten. Ne? Hier ist ja kein Widerstand, man dudelt einfach immer, immer weiter, immer, immer weiter. Wenn die Dämpfer an sind, kann man auch einfach stehen bleiben, aussteigen und das Ding bleibt dann wirklich stehen. Wenn man den Fehler macht und mit dem Raumschiff eben fliegt und dann den kompletten die Reaktoren ausschaltet, zack, und jetzt aussteigen würde, würde das Raumschiff mit 21,1 Meter die Sekunde eben so davon schweben. Ähnlich wie wenn man auch die Dämpfer aus hat, da eben der Reaktor aus ist und die Dämpfer gar nicht wirken können. Auf dem Weg dahin, ich drücke jetzt nochmal auf K, hier sieht man schon. Hier ist der Reaktor, ich kann jetzt hier alles auch einfach per Hand ausschalten. Mache ich jetzt. Ich kann jetzt hier nochmal das Gyroskop ausschalten und dann sieht man, dass die Maus praktisch jetzt nicht mehr funktioniert. Also ich kann jetzt nicht mehr in diese Richtung wuscheln.
Dafür brauchen wir das Gyroscope. Jetzt kann man hier in alle Richtungen halt richtig manövrieren und ihr wisst sicherlich auch, wie so ein, ne, so ein Gyroskop, ihr kennt Gyroskope doch bestimmt, ihr Pippis. Also, man sieht hier manchmal, ja, manchmal geraten wir aus der Ding, Power, wir haben manchmal zu wenig Power und dann spackt es etwas ab, von da, deswegen brauchen wir noch einen Reaktor. Ich werde das Schiff jetzt einfach hinten noch etwas vergrößern. War nicht so dumm. Bitte, danke. Danke, Killer. Bitteschön. Und jetzt holen wir uns noch einen großen Reaktor. Den Kram findet ihr halt einfach hier. Muss da ein bisschen suchen. Das ist kein großer Reaktor. Je. Ich mach mal hier und da drüben einen hin, denn wir brauchen jetzt ein bisschen Power hier. Wenn ihr ein Schiff haben wollt, das einen Bohrer hat, ja, um abbauen zu können, damit ihr hier rumwurschteln könnt, dann haut ihr den Bohrer dahin, wo er eben hin soll. Ich will natürlich vorne dran haben, man kann auch seitlich hin machen, ist eigentlich egal. Damit ich direkt noch ein bisschen hier mehr zeigen kann, werde ich noch eine Gatling Gun nehmen, einen Raketenwerfer. Okay. Also hier, die Gatling Gun geht dran. Der Raketenwerfer geht auch dran. Und ja, das Wichtige ist jetzt, ihr steigt in euer Raumschiff ein und denkt euch jetzt, mit V, Perspektivwechsel, ne? Ihr denkt euch jetzt, warum kann ich jetzt nicht den scheiß Bohrer anmachen? Geht halt nicht, ne Quatsch. Und zwar, ihr drückt einfach auf G und zieht, dann sind hier oben direkt die Tools und Weapons dran, die ihr am Raumschiff praktisch auch dran geschraubt habt. Und wenn ich jetzt die 1 auswähle und hier mit linker Maustaste wurschtel, zack, geht der Bohrer an. Da kann ich jetzt hier ein bisschen mal in die Plattform reinbohren, weil wir einfach richtige Assis sind. Der Bohrer sammelt sofort eben die Rohstoffe auf. Alt gedrückt, um diese Perspektive hier zu machen. Ist nur blöd, wahrscheinlich geht gleich die Gatling Gun ab. Ist halt dumm gebaut. Ihr bohrt dann hier rum, zack, 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 bohrt euch da in den Stein rein. Und wenn ich jetzt zurückfliege und mal eben aussteige und vor an den Bohrer dran gehe, hier ganz an der Seite hat der Bohrer seinen Bums, hier mit K. Und dann sieht man schon hier 710 Kilo Steine haben wir jetzt dabei. Also da kommt alles rein. Der kann auch sehr viel fassen, ne? 13.000 Liter, also da geht echt viel rein. Hier die Geschütze, jetzt kann ich eben auf die 2 drücken. Und schon habe ich dieses MG ausgewählt. Da kann ich jetzt hier auch ein bisschen auf die Plattform ballern, weil ich auch echt ein richtiges Schwein bin. Und alles kaputt machen hier. Raketenwerfer, ganz klar. Ein cooles Teil. Bam, bum. Ja, ja. Und das war's eigentlich schon zum kleinen Schiff. Und ja. Jetzt mache ich die Dampeners aus, springe aus dem Schiff und sage: Heidiho, ihr Schweinepriester, bis zum nächsten Mal.